Hallo, kurz ist hier heute mit einem Hands-on an einer GeoGebra-App, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar habe ich ja ein neues Android-Smartphone und da habe ich gleich einmal die GeoGebra-App installiert, die natürlich ein bisschen anders funktioniert als wie am Desktop, aber wirklich, wirklich tolle Möglichkeiten zulässt. Und die möchte ich ein bisschen zeigen. Man sieht auf den ersten Blick schon mal, das Design ist natürlich angepasst an die Smartphone-Displaygröße. Es funktioniert aber sehr rasch und alles sehr reagiert sehr, sehr schnell. Man hat hier die Zeichenfläche und hier den Algebra-Bereich. Hier unten ist noch die Eingabezeile und da fällt schon mal ganz schön auf, sobald man hier in die Eingabezeile tippt, erhält man eine eigene Tastatur, wo man eben verschiedene Rechnungen bzw. Eingaben machen kann. Auch die mathematischen Symbole sind hier ein bisschen besser, prominenter. Man hat aber auch hier sofort eine ganz normale Tastatur bzw. auch eine Tastatur mit den griechischen Buchstaben. Also das ist wirklich toll. Da kann man auf die Eingabezeile oder da kann man mit der Eingabezeile schon sehr viel machen. Ich möchte aber trotzdem zuerst einfach nur das Grafikfenster zeigen. Und zwar da oben gibt es noch die Möglichkeit, schauen wir uns das erste Symbol an, die bekannten GeoGebra-Symbole sich einblenden zu lassen und damit eben eine Zeichnung zu machen. Ich mache wieder mal einen klassischen Dreieckskonstruktion. Es gibt aber auch die Möglichkeit hier die Einstellungen. Das ist sozusagen die Eigenschaften der jeweiligen Objekte einblenden zu lassen. Ich mache da zum Beispiel das Koordinatengitter und man erkennt sofort, wie schnell und sauber hier die Interaktivität auf alle Fälle funktioniert in GeoGebra. Ist überhaupt kein Problem. Lassen wir uns noch zugleich das Algebra-Fenster einblenden und hier sieht man auch, dass das Algebra-Fenster sich automatisch immer anpasst. Also überhaupt kein Problem. Scrollen, Pinch to Zoom ist, funktioniert wunderbar. Was gibt es noch? Ja, es gibt den Rückgängig-Button, es gibt den Suchen-Button und dann eben, ich würde sagen, das Backend. Dazu vielleicht später. Hat also hier die volle Funktionalität eines Grafikrechners. Man sieht auch, wie nett sie diese jeweiligen Werkzeuge einblenden lassen. Mache wieder vielleicht eine klassische Konstruktion in GeoGebra mit den jeweiligen Schnittpunkten, der Seitenhalbierenden und dann noch einen Umkreis dazu. Also hier hat man GeoGebra-Feeling pur auf einem kleinerem, logischerweise kleinerem Display, aber es funktioniert perfekt. Auch die Berechnungen werden in Echtzeit durchgeführt, also hier haben wir überhaupt kein Problem. Vielleicht das Ganze noch in ein bisschen anderer Ansicht. Ich werde einfach das Display kurz kippen. Man sieht auch im Querformat funktioniert das ohne Problem und man hat hier vielleicht dann die eher bekanntere Ansicht von GeoGebra. Also ich würde eher wahrscheinlich GeoGebra in dieser Ansicht verwenden. Für das Video lasse ich es aber wieder in Hochformat, damit man da weiter das sauber verfolgen kann. Also auch diese Konstruktionen überhaupt kein Problem. Schauen wir uns vielleicht noch an, was ist, wenn ich vielleicht noch die Eingabezeile ein bisschen mehr mache oder mehr verwende. Ich habe hier im Backend sofort die Möglichkeit, eine neue Datei zu erstellen und gehen wir mal in die Eingabezeile, zum Beispiel die Funktion x hoch 3 und dann minus 4x. Also hier sieht man, wie das mathematisch angepasst ist mit diesen x und y Sachen, beziehungsweise auch die meistverwendeten mathematischen Eingabeszenarien, die man so braucht. Auch das wird sofort erkannt, wie gewohnt. Man sieht hier die Funktion und auch hier kann ich wieder wunderbar scrollen, zoomen, lassen wir uns vielleicht wieder das Koordinatengitter einblenden und auch sämtliche GeoGebra-Befehle, die man sonst so irgendwie kennt, wie zum Beispiel das Integral, funktioniert natürlich hier auch. Es gibt hier keine automatische Erkennung der Befehle, so wie das man vom Desktop oder vom Internet gewohnt ist, aber es funktioniert genauso, wenn man den Befehl Integral Beistrich f ist die Funktion von zum Beispiel minus 2 bis plus 2 eingibt, wird eben, man sieht sofort, hier das Integral auch berechnet und man kann jetzt auch hier wieder sämtliche Eigenschaften einstellen. Ich habe vielleicht hier mal die Fläche ausgewählt und kann die verschiedenen Farben hier sauber darstellen bzw. ändern oder auch die Linienart dieser Fläche. Also hier ist einiges möglich. Da kann man dann ein bisschen herumspielen, damit man es sieht, dass man auch die Eigenschaften von jedem einzelnen Objekt verändern kann. Okay.
soweit so gut. Also zum Kreieren ist es für einfache Dinge sehr, sehr praktisch am Smartphone selbst. Man kann natürlich hier auch komplexere Dinge machen. Was mich ganz besonders fasziniert, ist, wie stark und wie gut die Fingereingabe funktioniert. Das heißt, immer egal, wenn ich kein Objekt auswähle, wird das Zeichenblatt verschoben, Pinch to Zoom, beziehungsweise wenn ich das Objekt auswähle, wird eben sofort das Objekt verschoben. Also hier ist die Interaktivität wirklich genial erledigt und man kann so wirklich toll am Smartphone auch arbeiten. Schauen wir uns noch kurz das Backend an. Und zwar bin ich ja hier als Kurzweser als mit meinem GeoGebra-Account angemeldet und somit habe ich auch die Möglichkeiten, sofort Dinge zu öffnen. Schauen wir uns mal das Ganze vielleicht an. Wo wird denn geöffnet? Wo wird denn gesucht? Ja, logischerweise im GeoGebra Tube. Ich habe hier meine letzten Dateien, die ich in GeoGebra Tube geöffnet habe. Mache vielleicht einmal hier ein kleines Applet auf mit Animation, um das zu zeigen. Also auch das funktioniert. Die Animation ist jetzt das langsam eingestellt, deswegen läuft es jetzt auch langsam ab, aber es ist überhaupt kein Problem, das Ganze hier zu öffnen aus GeoGebra Tube. Mache vielleicht noch etwas anderes auf, damit man auch eine komplexere Konstruktion sieht. Hier zum Beispiel mein Applet über die Regressionsgeraden, die natürlich auch ein bisschen für größere Bildschirme optimiert ist, aber es funktioniert auch hier wunderbar, dass man die jeweiligen Dinge sie einblenden lässt und auch hier die jeweiligen Dinge dem Schüler vielleicht dann visualisieren kann, um was es gerade geht. Es fehlen natürlich jetzt absolut auf Smartphone angepasste Applets. Ich werde das vielleicht mal kurz drehen, aber sobald man hier die Querformat-Ansicht nimmt, reicht es eigentlich voll und ganz aus. Und ich finde, es ist sehr praktisch, wenn man den Schülern so ganz schnell fixfertige Applets zur Verfügung stellen kann und diese Schüler dann eben damit arbeiten. Schauen wir noch kurz weiter, was ist in dem Backend noch möglich? Natürlich kann ich bei dem Öffnen auch in den gesamten Materialien suchen. Es sind mehrere hunderttausend Materialien mittlerweile vorhanden. Suche immer nach dem Klassiker lineare Funktionen zum Beispiel. Lineare Funktionen. Und man sieht, dass man auf den ganzen Fundus von GeoGebra Tube zugreifen kann. Das funktioniert wirklich toll. Und so habe ich die Möglichkeit, extrem viele Applets, die es schon gibt, eben zu verwenden und auch am Smartphone zu öffnen. Also so stelle ich mir eine App vor, die wirklich in jeder Welt funktioniert. Eine letzte Sache noch, man kann das sofort auch natürlich speichern. Das heißt, man kann, sobald man hier angemeldet ist, nicht lokal am Smartphone, sondern in der Cloud auf GeoGebra Tube diese Applets speichern, beziehungsweise man sieht auch hier, man kann es sofort teilen und bekommt dann die jeweiligen Möglichkeiten. Ich habe jetzt da noch nicht probiert, zum Beispiel über Hue by Beam oder über Wifi Direct das Ganze auf den Beamer zu machen. Vielleicht mache ich das in einem anderen Zusammenhang nochmal. Also so stelle ich mir eine App vor, die praktisch im Desktop irgendwie entstanden ist, dann über das Internet, über die Web-Applikation, über die Webfläche auch auf das Smartphone gekommen ist. Meines Wissens gibt es eben eine GeoGebra-App für die Android-Welt und für die iPhone-Welt. Windows Phone ist noch nicht, iPhone, Entschuldigung, ist auch noch nicht released worden. Das heißt, es gibt nur die App für die Android-Welt. Ist aber nur eine Frage der Zeit, bis dass diese App auch für alle anderen Plattformen auch zur Verfügung steht. Ich glaube, ein wirklich mächtiges Tool, weil Smartphones sind in den Händen der Schüler vorhanden, brauche also nicht immer in einen Computerraum zu gehen oder irgendwie Geräte zur Verfügung zu stellen, um meinen Schülern die Mächtigkeit von GeoGebra zu zeigen. Was hier noch fehlt, beziehungsweise was mir noch gerne wünschen würde, ist natürlich die weiteren Funktionalitäten von GeoGebra, die wir alle kennen, von zum Beispiel der Tabellenkalkulation, ist hier nicht implementiert, genauso wenig wie GeoGebra CRS. Also auch das fehlt natürlich hier noch. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis in der nächsten Version oder in der nächsten Version auch diese Funktionalitäten Einzug auf dem Smartphone, in der Smartphone-App halten. Soweit so gut. Ein kurzer Überblick über die Funktionalitäten von GeoGebra am Smartphone. Würde mich über Feedback freuen, beziehungsweise auch das GeoGebra-Team wird sich über Feedback freuen und hoffe, dass es
schon in vielen, vielen Klassenzimmern in Einsatz ist und somit wirklich wieder Mathematik begreifbar macht für unsere Schüler. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.